So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Oh yeah, beim letzten Part haben wir Issos Job angenommen und sind in den Tumultwald, hieß er glaube ich, gegangen, um Mankey zu verprügeln. Und hier sind ja auch schon die Mankeys. Wir haben es gerade so beim Ende des letzten Parts doch geschafft. Okay, das ist das. Wir schlagen uns eigentlich nicht gern, aber... Ja, natürlich schlagt ihr euch nicht gern, gerade ihr euch nicht. Wir haben uns ziemlich schnell aufkapiert. Und was uns richtig in Rage bringt, ist, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Arschloch. Dieser blöde Gesichtsausdruck. Du, das macht mich echt fertig, Mann. Ich sehe rot. Mankey, Schlägerei. Okay. Ich habe richtig verstanden. Sie wollen uns jetzt zusammenschlagen, weil uns ihr Gesicht nicht gefällt. Weil unser Gesicht ihnen nicht gefällt. Oh, that seems legit. Dafür kriegst du erstmal einen Stein auf die Mütze. Friss das. Bam. Und down. Oh, das ist ja ein richtig harter Gegner. Hier, friss das. Gut, das sollte jetzt nicht so die Herausforderung sein. Zack. Yay. Boah, krass. Ey, heftig. Wir haben es fast nicht geschafft. Wie versprochen haben wir die Mankey-Bande gezeigt, dass man nicht einfach andere aufmischen kann. Das wird ihnen gezeigt haben, dass man es nicht zu wild treiben darf. Das hast du wunderschön formuliert, Isaac. Vielen Dank euch allen, wirklich. Genau. Ich sehe, es ist immer noch nicht besser geworden. Ja, wir sind voller Dankbarkeit. Hier ist unser Dankeschön. Das Dieb von Chris erhält eine geschälte Kastanie zu. Wow. Das ist eine geschälte Kastanie? Genau, eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir... wir haben kein Geld. Genau. Deshalb können wir euch zur Belohnung noch keine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Nein. Das ist völlig in Ordnung so. Geschälte Kastanien sind eine Köstlichkeit. Ich finde sie großartig. Ein bisschen Geld wäre schon nett gewesen. Trottel. Hey, ihr da. The fuck? Ach du Scheiße. Oh nein, die Mankey-Bande. Fein, genau. Diese Mankey-Bande. Haben sie uns bisher verfolgt? Die tanzen. Ja, genau, ich meine ich. Ihr hattet nur Glück mit uns, legt man sich nicht an. Dieses Mal machen wir klein unter euch. Wir wollen euch pulverisieren. Mankey, auf sie mit Gebrüll! Mankey! What? Augenblick mal, seht euch zusammen! Kastanien! Das ist eine geschenkte Kastanie! Bitte? Du. Was machen die da? Sieht so aus, als würden sie sich über etwas diskutieren! Was geht hier vor? Hört mal! Ihr habt da was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da. Können wir die haben? Wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können. Könnt ihr euch nicht selbst Kastanien besorgen? Naja, Kastanien haben doch immer so piekste Stacheln, ne? Wenn wir versuchen, sie zu schälen, pieksen sie wie uns selbst. Dann werden wir fuchsteufelswild. Und boxen uns gegenseitig wahrscheinlich. Deswegen fragen wir ja, ob wir die geschälte Kastanie haben können. Wir tun alles, was ihr wollt. Was machst du, Chris? Was meinst du, Chris? Sollen wir dem Mankey-Bande eine geschälte Kastanie geben? Ja, komm. Von mir aus. Ich hab da eine Idee. Hört mal, Mankey, wie findet ihr ein wenig körperliche Arbeit? Wie? Körperliche Arbeit? Sowas wie Muskelarbeit? Wir haben Muskeln, aber wir hassen Arbeit. Na, was ist hier für eine geschälte Kastanie? In Ordnung, hier ist mein Plan. Wir wollen eine beeindruckende Basis haben und dieses da... Oh, diese daher umbauen. Basis? Ja, richtig. Unsere Retterteam-Basis. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch geschälte Kastanien. Wie hört sich das an? Oh, das meintet ihr also nur mit von wegen, das wird noch epischer später. Okay, wir helfen. Wirklich? Ihr werdet uns helfen? Ja, überlasst es uns. Wir tragen das Baumaterial her und modeln das Gebäude um. Da wird nicht lange gefackelt oder gefuchtelt. Kein Fuchtel einsetzen. Im Gegenzug gebt ihr uns die geschälte Kastanie. Eine Kastanie für drei Mankey. Mein Gott, muss das Teil groß sein. Ich helfe auch mit. Ich bucke Seine, damit wir alle zusammenkleben können. Ich will auch helfen. Genau. Ich hatte für irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil wir euch nur eine geschälte Kastanie geben konnten. Genau. Das ist so geil. Ich danke euch allen. Okay, packen wir es an. Okay. 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 Yay. Und so
begannen die Unbauarbeiten an der Basis des Team Golden Sun von Chris. Hey! Von Chris und Isaac. Dankeschön. Ey. Ja, okay. Einige Tage später. Wow, epic. Sieht noch... Wahnsinn. Mit dem Hydrobi-Face drauf. Isaac, sei doch nicht so bescheiden. Du hast auch, gehörst genauso zu uns. Wahnsinn. Es geht sehr schnell mit unserer Basis voran. Achso, sie ist noch nicht fertig. Okay. Nein, genau. Wir stehen in eurer Schuld. Nein. Nein, genau. Nein. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch ganz viele schwierige Aufgaben, die wir erledigen müssen. Nein, genau. Halt doch die Klappe, Mann. Das stimmt. Aber wir sind fast am Ziel, oder, Menki-Bande? Wie bitte? Da drüben. Was ist denn los? Wir müssen weiterarbeiten. Keine Lust mehr! Was? Das ist so langweilig. Wie soll man denn das aushalten? Ja genau, das macht keinen Spaß mehr. Und bei der Schilde Kastanien könnt ihr jetzt nicht schaden. Was soll das heißen? Bei uns geht nichts mehr. Wir brauchen geschälte Kastanien zur Motivation. Chris, wir haben ein Problem. Ich glaube, die Mankey Bunny arbeitet erst weiter, wenn wir ihr Kastanien geben. Hm. Wir müssen der Mankey Bunny jede geschälte Kastanien geben, die wir finden können. Okay. Und wie schäle ich Kastanien? Speichern erfolgreich. Also einen haben wir ja gefunden in dem Dungeon eben. Wie machen wir das? Guten Morgen, Chris. Flop, flop. Ey, bring bitte einen Auftrag rein oder bitte leg einfach ganz viele geschälte Kastanien in den Briefkasten. Klonk. Heute nur ein Klonk? Na egal, trotzdem alles gut. Yo, hab einen schönen Abend, Feierabend später und bring ein Toastbrot mit, wenn du wieder da bist. Was willst du, hä? Ne, das ist nicht der Briefkasten, das ist Isso. Ja, ich sehe es schon. Ja. Gut, wie machen wir das? Gib her, klar. Ah, so funktioniert das, okay. Ja, eine geschälte Kastanie. Also los, ihr Faulpilze, packen wir es an. Hacken, hacken. Was steht ihr da so rum? Na los, komm mit hier die Gänge. Ich will die Basis in Hand umdrehen, renoviert haben. Menki, wir tragen das Baumaterial her und modeln das Gebäude um. Da wird... Er sagt das gleiche wie eben schon. Und so. Motiviert durch eine weitere geschälte Kastanie, ersetzte die Menki-Bande die Renovierungsarbeit an der Rettungsbasis fort. Bald waren die Renovierungsarbeiten abgeschlossen, an der Basis fast beendet. Wette, ich muss dir noch eine geben. Sieht nun genauso wie vorher. Ach du Kacke. Das ist wie... Wollte ich gerade schon sagen, jetzt müssen wir wahrscheinlich im Tumult... Was ist das denn? Wenn ein Ratte, die man in der Dungeon besiegt wird, verlierst du einige Items und den ganzen Geld. Achte also drauf, dass... Okay, jo, das ist uns ja nichts Neues. Chris, unschuldig, Teil 2. Zu den Eigers und sagte Glurak. Das dachte ich von Anfang an. Das wird auf jeden Fall dieser Show gegangen. Das kann nicht sein. Wow. Alle hinter Gengar her, der Arme. Der kriegt ja voll auf die Mütze jetzt von euch. Na egal, hat er sich verdient, ne? Wer sich mit uns anlegt, dann verändern wir... wer war das nochmal? Wer sich mit Team Golden Sun anlegt? Verändert nicht Team Golden Sun. Nein, Team Golden Sun verändert dich. Lagern. Ich möchte übelst lagern. Ich möchte so lagern wie noch nie. Apfel, Apfel, so viel brauchen wir eh nie. Grüngummi, 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 Amrena-Beere. Sinel, 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 Sinel. Und den Soap-Orb. Ja. Sehr gut. Wunderbar. Na, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir wohl oder übel? Ja, gucken, ob wir... Job war. Stopp, erstmal gucken, ob wir vielleicht hier neue Belebersamen kriegen. Nö, anscheinend nicht. Okay, gut, dann halt nicht. Dann halt nicht, Mann, ist ja gut. Schrei mich nicht an. So, Knuddeluft könnte vielleicht auch noch ein neue Partnerareal für uns haben. Tumultwald, eventuell, wer weiß. Maybe, wobei, das sind die anderen Gebiete. Stillkampf, Stillkampf, Finsterforst, Lavishöhle. Kein Auftrag. An sich. Oh, das ist doof. Das ist echt blöd. Ha, da müssen wir wohl einfach ohne Job da reingehen und gucken, ob wir was finden.
Nee, Knuddeluff hat nichts Neues für uns. Okay, dann nicht, Knuddeluff. Ich weiß, du hast uns enttäuscht. So, wir nehmen Thor mit wieder. Einfach because Thor's the evil lord. Oder nehmen wir... Na, Thor bringt eigentlich nicht so... Aber es ist egal. Außer Thor und Spring werden wir, wie gesagt, die anderen wahrscheinlich eh nicht mitnehmen. Hey, Thor, alles klar? Was stand da? Ein breites Grinsen im Gesicht. Du hast nicht mal einen Mund. Das hatten wir doch schon mal geklärt, glaube ich. The fuck? Wobei hier... Thor... Der hat innerlich einfach immer ein breites Grinsen, weil er genau weiß, was er als nächstes aussägt und wir es nicht verstehen können, weil wir sein Grinsen nicht sehen können. Ha, ha, du hast es ja ver... Nein, hast du nicht. Das mache ich so überhaupt nicht. So bin ich gar nicht, Mann. Hör auf, mich zu analysieren. So, was nehmen wir denn da? Das Floralgummi, das... Nomm sich doch mal direkt wieder. Nee. Doch, so. Noms, noms, noms. IQ steigt etwas. Oh Gott, ich mag den Tumultwald nicht. Warum? Weil hier Sandsturm... Weil Sandsturm. Genau, deswegen mag ich den nicht. Oh Gott, einfach, wenn wir die Ebene finden, wie immer, direkt... Abhauen! Scheiße! Und deswegen mag ich ihn auch nicht, glaube ich. Ah! Friss das! Oh Gott, sie kommen näher! Isaac, bitte mach du das. Hilf mir! Ich bin verwirrt, das ist uncool. Ja gut, von mir aus. Hoffe, du greifst an. Ja genau, Isaac, hilf mir. Eieiei. Diese fucking Monsterräume. Danke, Isaac. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr reingehen, wenn die Verwirrung nachlassen würde. Aussetzer. Yo, cool. Hilfe. Gut gemacht, Isaac. Ich gucke euch da mal zu, ne? Hat jemand irgendwie Milch oder Kakao dabei? Ich habe gar keinen Mund. Scheiße, ich kann das gar nicht trinken. Kacke. Ich brauche einen Akku. Gut, holen wir Thor einen Akku. Nein, während er sich da zurücklehnt. Ich kann nichts machen. Ich kann absolut gar nichts machen. Kommt schon. Ah, diese Verwirrung. Von der Hände hört ihr auf. Goddamn. Oh, komm schon. Verwirrung hält ein bisschen lange in dem Spiel. Wird man langsam aufhören. Gibt eh keine Chance, Mann. Oh, das dauert ja ewig. Diese Monsterräume, ne? Verwirrung. Hör auf. Hör auf zu wirken. Wie lang noch? Viel zu viele Runden schon. Es hört gar nicht mehr auf. Warum sollte es auch? Würde ja nur schneller gehen dann und so. Oh wow, die Verwirrung hat aufgehört. Ich bin jetzt schwer beeindruckt. Oh, alle kaputt. Wow, habt ihr es endlich geschafft. Das ging ja echt schnell, Mann. Ich bin schwer beeindruckt von eurem Können. Ich hasse diesen Ort, auch wenn er eigentlich relativ kurz ist. Nur aber trotzdem. Der Tumultwald ist uncool. Gib mir Kastanien einfach. Die waren natürlich auch grandioserweise nur auf den letzten Ebenen. Glaube ich jedenfalls. Ist das ein Grüngummi? Nee, es ist wieder Floragummi, was ich wieder nomsen kann. Nee, der will nichts Neues mehr lernen. Schade, Tumultwald Ebene 3. Oh Gott. Was? Hagel? Why? Was ist das für ein Wald? Der Tumultwald, ja. Hm. Das ist wahrscheinlich genau der gleiche Scheiß, nur in Grün, dass jetzt Thor auch Schaden kriegt, ne? Jo, klasse. Was ein Ort. Oh, und das alle paar Schritte. Das ist ja kaum auszuhalten, Mann. Dankeschön. Au, au, au. Schnell eine Ebene tiefer, bitte. Was ist das für ein Item? Ein Apfel. Hm. Wetten, jetzt finden wir noch nicht mehr eine Kastanie. Das wäre ja schönes Schlamassel. Es hat zum Glück nur 10 Ebenen, dieser Wald. Das ist immerhin ganz nett. Oh, komm schon. Nächste Ebene, bitte. Ich will mich hier nicht aufhalten. Der Dungeon nervt. Der nervt. Und ich hoffe, ich muss hier danach nicht noch mehr Kastanien finden, dass das jetzt die nächste schon reicht. Oh Gott, da, danke. Oh. Tumultwald Untergeschoss 4. Oh, Drog, Dreck, eine tiefer. Sehr gut. Und Dreck, eine tiefer. Untergeschoss 5. So. Ja, das galt eigentlich dem Roselia, aber es geht natürlich auch. Roselia, friss das!
Fang! Scheiße, oh, daneben. Das tut mir leid. Boah, Tor rafft er aus, yo. Darf ich einen Zug machen? Dankeschön. Nein, ich darf immer noch nicht. Jetzt aber. Komm schon. Pow. Oh yeah. Da liegt ein Item. Macht ihr das mal. Jungs, macht ihr das. Ich habe keine Lust. Danke, Thor. Immer noch keine Kastanie. Oh Gott, er lässt schon wieder ein Item liegen. Wie kann er nur? So, ja, ich glaube, das war wirklich nur auf den ganz unteren Ebenen. Ich meine, einen haben wir gefunden. Da war das Item, wo ich gesagt habe, was ist denn das? Erinnert ihr euch? Das ist ja schon so ewig lange her. Wahrscheinlich nicht mehr. Das schlägt das Kurzzeitgedächtnis. So, Thor, warum nimmst du das Geld? Danke, dass du für uns das Geld sammelst. Was? Für, ach ja, klar, für euch sammle ich das. Für eure Kasse und so. Haha, fürs Team. Yeah. Zusammenhalt. Und Schnee. Gut, Schnee ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Das macht uns meinen keinen Schaden. Ich dachte schon, es ist schon wieder so ein Monsterraum. Aber nein, es ist kein Monsterraum. Es ist einfach nur ein Samurzelraum, die wir mit Steinen bewerfen. Upsala, der steht direkt vor mir. Das war unnötig. Das war unnötig. So, da jetzt schon. So. Kabam, wow. Das war ein Volltreffer. Zack. Ich sollte wieder lernen, Top-Elixiere mitzunehmen. Egal. Herr Roselia, wo kommst du denn her? Ich hab gar nicht gesehen. Nein! Oh. Jo, geil, Hammer. Danke, Thor. Voll aus dem Hinterhalt gesnipert. Der mag uns doch ein bisschen. Ich sag nichts dazu. So, wow, fuck. Gott, zum Glück hat das nicht viel Schaden gemacht. Das ging über das ganze Feld. Auch wenn es Thor nur 2 bezogen hat, trotz Vierfachschwäche. Das war ein bisschen weird. Aber ist egal, besser für uns. What the hell? Da macht er einfach Earthquake. Tumultwald, Untergeschoss 7. Ich habe immer noch nicht ganz herausgefunden, was der Wettereffekt Schnee macht. Go away. So. Du bitte auch, Roselia. Wir möchten dich nicht hier haben. Nein! Oh. Da unten kommt Sabot zu schnell. Lass mich paralysiert sein. Aha, hör auf, Paralyse. Oh Gott. Komm schon. Danke. Und entkommen bitte. Einfach raus hier. Lass mich mal. Schnell. Danke. Dieser Wald. Forest. Don't like it. Oh, Mankey. Hi. Du sollst arbeiten. Was machst du hier im Wald? Ich bezahle dich dafür. Mit Kastanien. Also mit einer Kastanie für 3 Mankeys. Ja, du kannst mir nicht sagen, dass es wenig ist. Es ist schon relativ großzügig. Okay. Ebene 9, meinte er, glaube ich, ne? War das. Hat er das überhaupt gesagt? Ich weiß es nicht. So, ich gucke mich jetzt hier mal ganz genau um auf dieser Ebene. In der Hoffnung, einfach eine Kastanie oder so einen Scheiß zu finden. Wenn nicht, dann ist es. Oh, da ist eine. Oh yeah, aber gucken wir mal direkt, ob wir mehrere finden. Weil ich möchte dann noch möglichst selten hier rein. Oh, ein Plan. Das ist das erste, was wir bei diesem Betreten sehen. Zack. Kaputt. Lange Gänge, Blanas, geh weg. Wir wollen unsere Basis aufbauen, ja? Ich ahne es echt schon. Ich ahne ja schon schrecklich so, oh, was? Ihr seid fertig? Nö, wir brauchen noch eine Kastanie. Das wäre echt uncool. Aber wollen wir einfach mal nicht hoffen? Also wollen wir einfach mal hoffen, dass es... Genau, wollen wir nicht hoffen? Wollen wir einfach mal hoffen, dass dem nicht so sein wird? Die Mankey können irgendwie gar nichts, ne? Oh, die Attacke ist leer. Ja, lass mich... Meine Attacken wechseln. So, machen wir halt Lebensschelle. 25. Boah, krass. Und 3 schon wieder, ey. Ist ja der Wahnsinn. So. Fixieren wir wieder Tackle, weil Lebensschelle stinkt. Bam. Ein Tackle sieht genauso aus wie der normale Angriff. Nur, das ist... Oh, zu viele von euch. Geht weg. Geht alle weg. Wir mögen euch nicht. Beziehungsweise, wir mögen euch, aber wir mögen eure Heimat nicht. Diesen Kackwald hier. Warum wurde das da unten nicht aufgedeckt? Achso, weil da unsere Kollegen draufstehen. Na gut, es scheint aber tatsächlich immer nur eine Kastanie zu geben pro Gebiet. Pro Run oder wie auch immer. Jo, tatsächlich. Ah, das heißt, wir müssen das jetzt, wenn das nicht ausreicht, nochmal machen.
Und dann nochmal, und dann nochmal, und dann nochmal, und dann nochmal. So, war auf Ebene 10 schon der Bosskampf, oder? Müssen wir noch eine runter? So, ich hoffe einfach mal, dass jetzt die Ende ist. Tumult unter Geschoss 10. Jop, das war's. Gut. Hier ist niemand. Es geht nicht weiter. Zeit zum Umkehren. Und so kehrten sie noch heute um. Wo sind die anderen? The hell? Ja. So, hoffen wir doch mal, dass das ausreichend wird, um die Menkis zu befriedigen. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal, Leute. Das war erst bei der heutigen Fahrt von Pokémon Mystery Dungeon. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Bis dann. Ciao.